Willkommen zu Reus, einer Göttersimulation, die man mit Black and White vergleichen kann, nur ist das Ganze hier in 2D gehalten und anstelle von einem Gott übernimmt man hier die Kontrolle von vier Riesen und diese vier Riesen haben ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und können die Welt beeinflussen. Das Spiel ist jetzt schon seit einigen Jahren auf dem Markt, aber ich habe das Spiel ehrlich gesagt noch nie großartig gespielt gehabt. Ich habe das Tutorial ein bisschen gespielt gehabt damals, aber großartig mehr hatte ich nicht. Es gibt drei unterschiedliche Spielmodi: Beginning, das ist im Endeffekt vermutlich das Tutorial und nicht weiter mehr beinhaltet. Die Ära, da kann man das Ganze auf Zeit spielen und das Interessante ist, man könnte theoretisch halt für gute 2 Stunden spielen, aber man muss das Ganze erstmal freischalten. Und dann gibt es theoretisch noch Freeplay. Ich würde wirklich mal sagen, wir machen einfach mal 30 Minuten und gucken, wie wir uns anstellen. Bevor gucken wir doch auf Advanced. Planet Size, Titan Mode, No Pause, God Mode, Max Mode, Speed Mode, Explore Mode und Random Start. Ich würde wirklich mal sagen, wir lassen es einfach komplett so, wie es ist. Obwohl ich mich frage, Large Planets Enable Alt Mode. Bitte frag mich nicht, was Alt Mode bedeuten soll, aber ich lasse es einfach mal auf Medium. A new era begins. Development achieved 3 von 69. Try to achieve different developments, so you may grow in power. Achieve 9 more developments to advance to the next level. Developments not yet achieved. Finish an era with Forest Village, which has 100 village prosperity. Das gleiche gilt für Desert und Swarm Tribe. Willkommen zu unserer Welt und unseren 4 Giants. So, wir können mit der linken Maustaste unsere Welt drehen. Können hingehen mit der rechten Maustaste, genau, unsere Giganten bewegen. Wir haben hier an der Seite von 1 bis 4 unsere Giganten, die wir auswählen können. Und dann MOBA-ähnliche Tasten, die wir drücken können, um die unterschiedlichsten Sachen auszuführen. Wir haben hier mit unserem Ocean Giant 4 Stück Q, W, E und D. Create Ocean. The Ocean Giant creates a mighty ocean which will provide rain for the surrounding areas. Create an ocean on a village will destroy it. If used on a mountain, will level the mountain. Domestic Animal creates animals. Domestic animals provide food. Da ist auch ein Cooldown drauf, okay. Growth Aspect. Upgrade a plant with a growth aspect. Adds food and natura. Und zu guter Letzt Aurora. The Ocean Giant fires an Aurora Wave, healing and speed boosting the first giant it hits. Can't hear the Ocean Giant. Also, wie man auch schon im Intro gesehen hat, die könnten theoretisch auch von den Villagern angegriffen werden. Also man kann auch hier klicken, um das Ganze zu bewegen. So, wenn wir auf unterschiedliche Bereiche der Map klicken, können wir hier sehen, was das beinhaltet. Aktuell noch nichts. So, gehen wir über. Starten wir einfach mal mit ein Stück Wasser. Damit erstellt er jetzt einen riesen Ocean. Wie man sieht, nicht nur der Bereich wird davon beeinflusst, sondern auch gewisse Sachen drumherum. Man nämlich sieht, bis hier ist das jetzt Wet Wasteland. Das ist Dry. Okay, das hast du gemacht, wunderbar. Die anderen Sachen mache ich mal ganz bewusst noch nicht, denn ich will gucken, was die anderen können. So, das ist der Forest Giant. Der kann einen Forest Site Allogizer erstellen. The Forest Giant raises trees to turn wet wasteland and swamp into a forest. Okay, also das könnte er damit machen. Fruit plant. The Forest Giant plants a, makes a plant, nicht plants a plant. Rise from the ground. Fruit plants give food. Okay. Leaf aspect. Upgrade a plant with a leaf aspect as technology and natura. Und fertility boost. Upgrade any patch with a fertility boost, aspect abilities have better effects. Aha. Der
Ich vermute mal Mountain Giant oder Rock Giant wird er genannt. Raise a mighty mountain which, nicht which high enough to stop rain traveling from the ocean and to turn surrounding dry wasteland into desert. Also würden wir das hier nutzen, würde aus die Wüste entstehen. Okay, natürlich, wenn auch wieder ein Village da wäre, würde es kaputt gemacht werden. Precious Minerals. Rock Giants makes minerals rise from the ground. Precious Minerals provide wealth. Mhm. Ansonsten, zu guter Letzt noch, das war Advanced Minerals, makes minerals ground for Technology und Earthquake. Also ich gehe mal davon aus, dass die letzten Skills immer irgendwelche Skills sind, womit sie sich wehren können. 55 Schaden zu Village, but less to Armies. Aha. Und zu guter Letzt, Swamp. Giant creates puddles and flora to turn wet wasteland and forest into swamp. Also der würde hier funktionieren. Herbs kann erstellen, die Technologie geben. Dann kann er auch Tiere erstellen, aber exotische. Die geben ebenfalls Geld. Und Mugbomb, also wieder eine Fähigkeit, die er einsetzen kann, um sich zu wehren. Whole piece of infested swampland towards the target DN7. Damage over 7 seconds. Deals reduced damage to villagers. Mhm, okay. So. Ich würde wirklich mal sagen, wir probieren mal was aus. Und zwar, wir gehen hin und kreieren hier Swamp und gehen hin mit dem anderen. Schicken den hier mal rüber. Gucken erstmal, wie das hier aussieht. Ja, schön. Das hat er erstellt. Das heißt jetzt auch Swampland. Ich möchte, dass du hingehst und ganz bewusst auf der anderen Seite mal Wald erstellst. Und du... Die schicke ich einfach mal schon mal hier rüber. Ich will, dass der eine Wüste erstellt. Wenn man wirklich sagt, wir stellen den Wald, den Berg so hin. Okay, jetzt hat er das gemacht. So, mal gucken, wie das wiederum aussieht. Ah, okay, wenn ich das jetzt hier hin mache, wird hier der Berg erstellt. Und der Bereich hier hinten wird alles... Wir könnten das... Wow, wir haben theoretisch doch relativ viel Platz, was wir hier nutzen könnten. Ich werde es mal ganz kurz so lassen. Und... So, Precious Minerals. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier einen hinsetze. It seems that the plant is doing fine, but not really advancing much further. You can always make richer bigger to create prosperity. If you have enough prosperity, a new nomad will spawn to settle a new village. Keep an eye on the nomad bar in the upper left... to see how much prosperity you still need for a new nomad. Prosperity is always often needed for development, so go help humanity. Ich mach's trotzdem mal, okay. So, das hier. Ready to settle. Und hier sieht man, ich habe jetzt schon relativ viel Zeit damit verbracht. So, was haben wir jetzt hier eingebaut? Und zwar Agate ist Mineral. Und wie man sieht, hier sind jetzt schon so einige Informationen dazugekommen. Transmutations, man kann das Ganze also verwandeln noch. Aber ich mache das mal ganz kurz nicht. So, ich gehe mal ganz bewusst über den Wald und wir erstellen mal ein bisschen was zu essen. Wenn man wirklich hingeht, das macht man so. Baut das Ganze, sagen wir mal, ganz bewusst daneben, denn es gibt gewisse Sachen, die miteinander funktionieren, wenn man es daneben baut. Und das haben, da, jetzt haben wir auch so ein paar Wasserbereiche. Ja, jetzt, wie man sieht, wir haben das genau nebeneinander gebaut und das hat jetzt schon ein bisschen gebufft. Und wir sehen auch gleichzeitig, wow... A forest village has settled. Forest villages often start projects that require food. Try using fruit plants and domestic animals within the village borders. Und da sehen wir es. Dann können wir auch gleich mal gucken. Was würde uns das jetzt bringen? Wir haben jetzt Blueberries. Wir können daraus Strawberries machen. Transmute with a lesser leaf aspect or better. Gibt Food and Ore. Shine has been started. Interessant. So, gucken wir mal. Können wir das irgendwie sehen? Ja, genau. Wealth in Use 0 von 15. Food in Use 2 von 15. Okay, also die brauchen gewisse Sachen, um das erstellen zu können. So, machen wir mal ganz bewusst Leaf Aspect. Einfach mal zu sehen, was jetzt passiert. Aus den Blueberries könnten jetzt scheinbar Strawberries werden. Man kann immer noch selber auswählen, ob man das wirklich machen möchte. So, wir werden hingehen und da muss ich mal ganz kurz gucken, wer das war. Swamp Giants, komm mal bitte rüber. Geh mal auch hier hin.
Ich möchte, dass du mal Exotic Animals genau daneben hinschmeißt, denn die brauchen Geld und damit würden die Geld bekommen. Ansonsten, wie man sieht, da gibt es auch einen Timer, der abläuft. So. Ansonsten, man kann auch einfach auf die draufklicken, um was zu machen. Meine Frage ist, was hast du hier? Lesser Noble Aspect, um Topaz daraus zu machen. Oder Salt mit Lesser Seismic Aspect. Also man sieht, hier sind noch so ein paar Sachen, die wir noch nicht freigeschalten haben. Wir brauchen erst einen Desert Ambassador. A new nomad is roaming the planet, looking for a place to settle a new village. Make a nice place for it to settle with some natural resources. If you don't make a nice place, the nomad might end up settling close to another village, rivaling for resources. Oh boy. Also wie man sieht, hier muss man sich schon beeilen, muss ein bisschen aufpassen. Was dann gleich bedeutet, ich werde hingehen, werde die hier alle rüberschicken. Oder sagen wir zumindest mal zwei. Was hast du jetzt hier eigentlich hingesetzt? Stoats. Okay, und wenn man die mit einem Lesser Predator Aspect upgrade, wären das Foxes oder Beaver mit einem Lesser Exotic Aspect. A desert village has settled. Desert villages often start projects that require wells. Try using precious minerals and exotic animals within the village borders. Okay, dann würde ich sagen, oh, man kann wirklich weit raus scrollen. Geh mal hier auch rüber. Wald, geh mal bitte hin und Fruit Plant. Das Coole ist wirklich, abhängig davon, was man wo baut, kriegt man andere Resultate. The Tool Shop Challenge has started. Gucken wir uns auch gleich mal an. So, wir haben jetzt zum Beispiel Withered Shrub. Also komplett anderes Zeug. Mit Lesser Leaf Aspect würde man dadurch Barrel Cactus bekommen. Und gives more tech if human are lured to it because of high wells on the patch. So, Lesser Leaf Aspect. Zack, machen wir mal. Das gleiche hier. Bauen wir mal genau gleich daneben. Und upgraden das. Wunderbar. So, wir sollten uns logischerweise doch relativ schnell und gut anstellen. Ja, mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar weitere Tierchen hinsetzen. Und auch hingehen und im Swamp-Bereich mal was bauen. Also ganz bewusst vielleicht so ein paar Precious Minerals auch mal darüber legen. Und ja, Herbs sind vielleicht auch gar nicht mal falsch. Ich baue mal kurz hier welche hier hin. Dann sieht das anders nämlich noch ein bisschen auf dem Cooldown gewesen. So, mal gucken, wo ist jetzt der Unterschied? Der hat hier oben Agat. Und hier unten interessanterweise auch. Mhm. Also entweder, weil es immer noch am Fuße des Berges lag. Und es dementsprechend das gleiche war. Weiß ich nicht. Ansonsten Peppermint. So, wie gesagt, ich muss immer ein bisschen gucken, weil ich das Spiel auch noch nicht kenne, wie gewisse Sachen ablaufen. So, die Jungs sind greedy. Interessant. 9 von 14. Wir müssen also vielleicht ein paar weitere Tierchen anlocken. Das bedeutet Swamp Giant. Geh mal hin und bau mal. Da sind Chickens. Was kann man denn machen? Lesser Herd Aspect würde daraus Rabbits machen. Und Lesser Hunt Aspect würde daraus Beaver machen. Das auch mehr Geld geben würde. Interessant. Growth Aspect. Nature is looking promising, but it could do even better. Have you tried making use of symphosis? Click on the favorite natural source, like a chicken or blueberry, and look at the symphosis in the upper right corner. If it all seems a bit too much, take it easy and try to focus on a single city and experiment a little. You might even get a development for it. So, free range. Plus 3 food if a blueberry is within animal range. Interessant. Mach mal ganz kurz Stopp. No, du bitte. Was musste ich machen für Blueberries? Die kommen von Strawberries, oder? Das heißt also, Forest Giant, geh mal hin und mach die dahin. Weil das ist interessant, weil man kann wirklich gewisse Sachen nebeneinander setzen und kann daraus Boni ziehen. Dann gucken wir auch mal gleich weiter. Plus 5 Food next to Blueberry or Strawberry. Plus 5 Arf if next to Dandelion. The Swarm Villagers settle. Swarm Villagers often start projects that require technology. Try using advanced minerals and herb plants within the village borders. Yep. Da sehen wir, jetzt haben wir auch hier wieder die nächste Sache. Und da müssen wir jetzt auch gleich mal gucken, dass wir hingehen. Was ist das hier? Elderberries. Lesser Leaf macht Tomato. Und Pineapple mit Lesser Fruit.
Drew Chancher startet. Also man sieht, hier sind überall Sachen, die hinzukommen. Technology, die benötigt wird. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Da gehe ich auch ganz bewusst hin. Mach Advanced hier raus. Wo kommt es funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Activate Symbosis with 5 Technology in Use. Und hat daraus Marble gemacht. Interessant. So. Wir haben das genau neben Blueberries gesetzt. Also sollte das jetzt eigentlich ein Plus geben. Cool. Daran sollten wir jetzt logischerweise auch nicht arbeiten. Plus 10 Food if next to an Apple Tree, Dandelion or Strawberry. Da muss ich immer mal wieder so ein bisschen gucken. Also wenn wir jetzt hier nochmal das gleiche daneben setzen und daraus dann aber Strawberries machen, dann gibt es noch mehr Essen. So, Lesser Leaf. Dann setzen wir das daneben und sagen schwuppdiwupp. Und wie man sieht, auf einmal sind es 19. Und wir kommen der Sache immer näher. Gar nicht mal falsch. So, jetzt sollten wir vielleicht überlegen. Was ist hier außen? Hier außen ist zwar eine Basis, aber nicht wirklich etwas, was Aspect Abilities have better abilities. Was bedeutet das jetzt? Aspects. Hier oben ist einer. Also da kann man scheinbar irgendwas reinmachen, was wir in der Zukunft noch brauchen. So, wir brauchen Technologie. Was bedeutet, du kommst mal rüber und baust hier. Da ist nichts, ne? Da ist nur Forest. Ja. Dann kommt der mal rüber, macht das hier. So, der Wasserkollege. Domestic Animals. Die haben Essen. Die haben genug Essen. Also brauche ich da eigentlich auch nichts großartig machen. Was bedeutet, ich muss hingehen und eher weiter Plants und sowas hier hinbauen. Aber ich guck mal ganz kurz. Wenn Mineral daneben, dann gibt es plus 7. Wenn, ja okay, das aktiviert sich, wenn 5 Technologie benutzt wird. So, und wie man sieht, leicht davon profitiert. A Swarmbuster has appeared. He can upgrade the following abilities. Forest Giant Migrate Ability allows you to move natural resources around. Ocean Giant bekommt Herd Ability, gives food to animals. Aha. Interessanterweise, wenn man hier schon rüberhält, sieht man, wie sich das Icon verändert. Rock Giant, Seismic Ability, giving Tech and Awe to Minerals. Toxic Ability für den Swarm, giving Tech to Plants. So, jetzt können wir den hier scheinbar aufheben. Und je nachdem, wer den ganzen mit sich schleppt, bekommt dementsprechend die Upgrades. Wie man sieht, tada, ist jetzt hier oben. Und dementsprechend haben wir jetzt die Seismic Ability bekommen. Das könnten wir zum Beispiel hier nutzen, wenn ich es richtig verstehe. Plus 7 Tech for each mineral next to it. Also wenn wir hier nochmal eine hinsetzen, kriegen wir noch mehr. Ich denke, das könnte gar nicht... Oh, a Forest Ambassador has appeared. He can upgrade the following abilities. Fruit Aspect allow giving fruit to plants. Crystal Ability oder Aspect für einen Ocean Giant giving Wealth and Awe. Rock kriegt ebenfalls Wealth für Animals und Reaction Ability Tech to Minerals. Also hier auch so Sachen, die man vermutlich erst über die Zeit lernen, wer was wie wo kriegen sollte, um am besten daraus zu profitieren. Dementsprechend, ich schicke aber mal kurz den Giant hin, auch schön einfach doppelklicken und it looks like one of your villages is getting quite greedy. A greedier village is, the more likely they attack other villages. Remember that greed grows if a village grows too fast. If you can stop greed from growing by having enough danger within borders, but too much danger will destroy a village. You can also use awe, which allow a village to grow faster without getting greedy. You can read more details into tooltips. Ja, okay. So, wie könnte ich das jetzt theoretisch machen? Ich meine, ich könnte hingehen und einfach einen Wald hier hinsetzen oder halt einen Berg, damit die erstmal nicht so weit kommen. Aber die würden vermutlich irgendwann versuchen, hier rüber zu gehen. Das ist unfein. So, etwas, was mir gibt. Das wäre gar nicht mal uncool. So cool ist auch wirklich, wenn man darauf hält, sieht man sofort, was der macht. Was der freischalten würde. Mhm. Upgrades Animals. Food und zu guter Letzt Mineral with Crystal Aspects. Okay, gehen wir mal hin, geben denen das und du komm mal rüber. Ich will mal ganz bewusst
Attack and plus for nature if next to a plant. Ist das bereits der Fall? Ja, eigentlich schon, ne? Aber es gibt nicht plus 4 Natura scheinbar. Aber die sind relativ gut dabei, denke ich. So, ich will mal trotzdem hingehen und will den Minerals geben. Das Ganze dann ganz bewusst mit dem Kollegen upgraden, damit die ein bisschen Ore bekommen. Weiß nicht, wie clever das ist. Aber ich mach's einfach. Alle hopp. So, wir haben jetzt hier mehrere Sachen, die aufpoppen. Ah, das sind die unterschiedlichen Städte, die wir haben. Hightown, New Rock und Lame Path. Relativ glücklich sind die Leute. So, was haben die denn? Activate Symbols with 10 Wealth in Use. Okay, den fehlt damit jetzt noch einer. Was können wir das upgraden? Oh, a prospect is close to run out of time. If the patches within borders are already taken, don't forget that you can use aspects to get a little extra that you need. The more rare aspects that also give better boosts. And you can get them more easily on patches with a fertility boost from the ocean or forest giant. Also remember that in use stats of a village grows faster if the difference between the collected stat and the stat in use is larger. Ja. Bitte fragt mich nicht. Bitte fragt mich nicht. So, was. Wo kann ich denn die Projekte sehen? Toolshop. Wo ist denn dieser Toolshop? Hier. Was braucht ihr denn? Ihr braucht mehr Technologie. Oh boy. Lass uns mal rübergehen und denen mehr Technologie geben. Das kann ja nicht angehen, wa? So, plus 3 Wealth. If at least. Okay, da brauchen wir also hier mehr Zeug. Gehe ich mal hin und gib den einfach mehr. Technologie. Das warst doch auch du, der Technologie gibt, ne? Also gebe ich euch einfach mal ein bisschen Zeug. 5. Das sollte er haben. Hier oben. Ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand hingeht. Aktuell scheinbar noch nicht. So, gucken wir mal ganz kurz. Ihr seid gut dabei. 5. Und fast habt ihr auch noch hier das Maximum erreicht. Hier. Da fehlt ein bisschen Futter noch. Was bedeutet, ich gehe mal ganz kurz hin und booste so ein paar Sachen. Ich meine, warum nicht? Mal gucken, wie das aussieht. Oh, okay. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich was gebracht hat. So, ich gehe mal davon aus, überall, wo eine Sache darunter angezeigt wird, gibt es bereits etwas, was man... Nature's looking great, but there could be further development natural resources. Remember that you can transmute sources by upgrading them by the right aspect ability. For example, blueberry can with strawberry, with leaf aspect. The quartz can be upgraded with topaz with a noble aspect, and a frog can transmute into an otter with a heart aspect. Jupp, das haben wir schon so ein bisschen hinbekommen. So, was ich gerne wissen würde, was passiert, wenn ich hier sage Fruit? Denn wir haben hier zwar Punkte, aber wir können damit nicht wirklich viel machen. So, habt ihr jetzt hier schon was gemacht? Ihr habt ein bisschen Technologie, aber ihr braucht noch ein bisschen mehr. Okay, das ist noch auf dem Cooldown. Das ist ebenfalls noch auf dem Cooldown. Uncool. Lesser Crystal Aspect. Earthquake. Ein bisschen problematisch finde ich, dass nicht angezeigt wird, wer diese Fähigkeit hat. Wer kann Lesser Crystal Aspect? Hier, du kannst es. Dann geh mal bitte darüber. A Desert Ambassador has arrived. He can upgrade the following abilities. Haben wir nicht schon einen gehabt? Hunt Aspect giving food and danger to animals. Oh, dann müssen wir dem Forest geben. Einfach damit der die ein bisschen zurückbringen kann. Mhm, Greed. Oh, auch greedy. Und hier geht's aber noch. Greedy's, ja, more red face, the greedier village. Also die sind gerade am heftigsten, weil die super nah dran sind. Fertig zu sein. So, each mineral next to it. Dann geh mal bitte hier rüber. Und
gibt den mehr. The Giants are growing stronger and stronger. However, it seems that the humans have noted this as well. At some point, the humans will no longer be impressed with completing some project and demand higher level projects. With 6 ambassadors given, the humans will no longer give ambassador for normal projects. With 10, no longer upgraded. Und mit 14, no longer for great projects. Mhm. So, haben wir das eine jetzt hier nicht geschafft? Doch, das haben wir geschafft. Cool. Specialization gibt's auch noch. 10 wells and 5 tech for each mineral within border. Das ist natürlich heftig. No war marks. Not influenced by danger. Is peaceful. Respects the giants. Und es geht bei allen bisher noch. Okay. So, dann machen wir hier Upgrade. So, du hast den jetzt. Dann geh mal bitte hin. Hier haben wir nämlich noch einen freien Bereich. Und with Hunt Aspect, add food and danger. Schmeiß ich mal einen ganz bewusst hier rüber. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Wird zwar nur upgraded mit Leather Growth Aspect. Mhm, ansonsten mal gucken. Wir haben noch 10 Minuten. Holy shit, das ging schnell vorbei. Also man sieht, mit einer halben Stunde kriegt man echt nicht viel gebacken. So, was ist denn jetzt hier entstanden? Nichts? Ach, Upgrades Animals. Oh, ja, okay. Natürlich kann dann auch dementsprechend nichts passieren. So, meine Frage ist, die, wenn man Domestic? Das ist wirklich die Frage, ob das zwei unterschiedliche Auswirkungen hat. Wenn man wirklich sagt, wir nehmen Domestic Animals und dann Hunt Aspect oder Exotic und dann Hunt Aspect. Ob das wirklich unterschiedliche Ergebnisse haben kann. So, die brauchen noch 3 mehr und hier noch ein bisschen mehr an Technologie. Ihr seid gut dabei, braucht nur noch 2. So, Frogs habt ihr jetzt am Start. Und Predator. Oh. So, wir haben mehrere neue Challenges freigeschalten. So, wir gehen hin, machen jetzt das hier zum Hand. Einfach um die ein bisschen in Schach zu halten. Aber denen halt auch ein paar weitere Upgrades zu geben. Besser hört? Hand sollte das sein. Ach so, Predator musste das eigentlich sein. Okay. Okay, dann geben wir den Otter. Wow, das ist natürlich ein fettes Upgrade. This animal is still locked. Try to develop human differently to unlock it. Mhm. Also wird es nicht weiter erklärt. Plus 3 Food, wenn ein Nest daneben ist. Also das ist auch dann halt das Interessante, denn ich gehe mal davon aus, dass man nicht allzu viel großartig machen kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich jetzt nochmal hier hingehe und hier noch eine weitere Wüste hinsetze, ob die darauf weiterhin zurückgreifen würden. Das wäre eine interessante Frage. So, ich würde wirklich sagen, wir gehen hin und schmeißen den hier noch einen weiteren Mineral hin. Aber ich fehlt auch ein bisschen Geld noch. Das ist ein bisschen problematisch. So, und ich will mal gucken. Ja, hier ist nichts passiert. Also Ocean ist zwar schön, um die ganze Sache aufzuteilen, aber gleichzeitig auch wiederum, denen fehlt auch Geld. So, was könnten wir denn noch machen? Lesser Predator Aspect or better. Lesser Exotic. Gibt Beaver. Dann gehen wir mal hin und machen das. Ach so, ist das Exotic Animals? Nee, Aspect muss es dann ganz speziell sein. So, und wer würde das kriegen? Das ist immer so die Sache, die mich ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man nicht sofort weiß. Exotic Aspect. Forest Ambassador. Also die müssten mit einem weiteren Ambassador andrehen. So, gucken wir mal ganz kurz. Sacrificial Author. Hat genug Futter, aber nicht genug Wealth. Das ist unfein. Und wir können es auch nicht wirklich upgraden. Wir könnten hier Lesser Hand Aspect reinschmeißen. Das würde was geben. Dann gehen wir hin und upgrade das bitte. Was habt ihr denn gerade? Ihr habt Alchemist. Ihr braucht 120 Technologie. Holy moly. So. Marshmallow. Mit Toxic Aspect. Das würde ich von dir bekommen, ne? Ja, aber ich bräuchte dafür einen Swamp Ambassador. Und wo kann man eigentlich direkt sehen, was für Ambassadoren die Leute jeweils haben? Das ist auch ein bisschen schade. Ah, oh, da unten, man sieht sogar. Forest, Desert, Swamp.
Kann ich jetzt hingehen und theoretisch sagen, du sollst das Ganze bekommen? Nicht du, sondern du? Das wäre eigentlich ganz cool, dass man einfach sagen könnte, hey, du geh bitte runter, geh auf den nächsten rüber. Damit könnte man nämlich was machen, aber nope, scheinbar nicht. So, euch geht's eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ihr habt ein bisschen Greed. Aber auch da kann man logischerweise was machen gegen, wa? Und zwar, wir setzen einfach mal hier. Machen wir mal hier ein Tier hin. Wir wollen mal wissen. Wo, warte. Wir hatten hier Frösche bekommen. Dann gehen wir mal bitte hin. Machen mal Exotic Animals. Und machen dann den Handaspekt. Gehen wir schon mal rüber. So, Mono sind hier. Interessanterweise, die sind locked. Plus 2 wells and 1 R for plant next to it. Das heißt also, plant, wenn du die daneben setzt, was passiert? Hat jetzt überhaupt nichts sich verändert. Funktioniert das nur mit... Merkwürdig. So, der hat jetzt aber auch nichts dahingesetzt. So, die haben eine neue Challenge. Mountain Patches. At least 3 Minerals. Und die brauchen verdammt viel Technologie, was die nicht haben. Holy moly. Wo soll ich das Zeug auf einmal alles herbekommen? So, wir können gerne ruhig einen weiteren Berg hier hinsetzen. Ich mach's einfach mal. Ganz bewusst. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich denke, das ist ein bisschen der Witz, gerade am Anfang versuchen, Sachen rauszufinden. Ich meine, es gibt zwar im Menü eine Möglichkeit, sofort eine Wiki aufzurufen, aber ich persönlich finde es immer langweilig, wenn man sofort zur Wiki springt. Kann verstehen, wenn man halt wirklich irgendwann frustriert ist und nicht mehr weiterkommt, dass man sagt, hey, jetzt will ich auf die Wiki zurückgreifen. Aber ansonsten würde ich nicht so schnell immer drauf rübergehen. So. Die haben noch ein bisschen Geldprobleme, aber die brauchen halt die Technologie eher. Und das haben sie alles so aktuell überhaupt nicht. So, für was wird das genutzt? Desert Tortoise, okay. Ist zwar schön, aber komplett witzfrei für mich. So, was passiert jetzt, wenn ich sage, das dahin? Wird es einfach abgerissen? Das wäre interessant. Ja. Okay, das hat er jetzt geändert. Und dementsprechend. Okay, die geben nur Natura. Lesser Leaf Aspect oder Lesser Toxic Aspect. Give more tech if human are looted because of high wells on the patch. Aha. Das gibt Futter. Nee, das will ich nicht. Ich will wirklich Lesser Leaf Aspect. Ja, es ist definitiv ein interessantes Spiel, aber man. Wie soll ich an 120 dafür noch kommen? Gift Technology, Lesser Leaf Aspect. Okay, dann gehe ich mit dir dann auch gleich dann als nächstes rüber. So, hat das jetzt was gebracht? Jetzt hier, so, zack. Das hat nochmal extra gegeben. Cool. So, jetzt gehst du hier rüber. Wo war das hier? Tomatos. Ja, Wasser ist interessant. Ach so, weil es Regen gibt, genau. Dann denke ich, geht es auch in Ordnung, dass wir das aktuell hier und hier haben. Growth Aspect. So, Upgrade the Mineral with the Crystal Aspect. Bringt's das? Crystal Aspect, Wealth and Awe. Awe, Food, Wealth and Tech. Holy shit. Für Lesser Seismic. Hast du das? Yeah, hast du. Holy shit, mach mal bitte. Also doof, dass es nicht farblich richtig hervorgehoben wird. Dass es einfach so gräulich ist, während alles andere so gelblich ist. Gucken, ob das wirklich funktioniert. Jupp. So, und... Oh, das profitiert nur, wenn halt weiteres Quartz genau daneben ist. Und hier? Activate Symposis. Und das kann man hier sogar noch weiter upgraden. Ja, das ist. Und wie man sieht hier, Aspects ist auch das eine Ding drin. Ja, warin macht das daneben auch noch.
Man sieht, die beiden Türme sind hier genau nebeneinander. Lesser Noble und Lesser Seismic für Salz. Alle ab. So, profitieren die daraus jetzt? Die sind auf 31. So ein bisschen scheinbar. So, und jetzt könnte man logischerweise noch weitere Sachen probieren. Und das ist natürlich fies, dass man dann jetzt nicht mehr weiß, auf was man hier dann zurückgreifen kann oder soll oder muss. So, Tomaten. Dann könnte man das hier theoretisch auch machen, aber wir gucken erstmal. Plus 0,5 for each food on this patch. Oh, das ist natürlich interessant. Und dann machen wir das am besten, denke ich, auch gleich hier daneben ebenfalls nochmal. Na, die haben interessanterweise 14. Achso, weil Mineral genau daneben ist, genau. Habe ich das falsch hier genutzt? Oh, was war das? Habe ich das falsch jetzt gerade genutzt? Nochmal probieren. Das ist ja gross. Okay. Was habe ich denn da gerade genutzt? Leaf Aspect. Okay. Also das verwirrt mich jetzt leicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sind da auch Tomaten? Leaf. Wer hat denn Growth? Das ist doch die große Frage eigentlich. Wer hat Growth? Du hast, nee. Also das ist immer noch so eine Sache, die mir Probleme bereitet. Dass man immer wieder guckt, wer hat was und warum hat wer was wiederum nicht. Ach, er hier. Wow. Das ist doch doof. Warum macht man die nicht hier oben hin? Dass man gerade eben nicht drauf... Also ich weiß jetzt nicht, was mir da gesagt worden ist. Für diejenigen, die das Video anhalten können, sehen, aber... Oh oh, 48 Sekunden noch. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum Ende dieses Videos. Also, definitiv interessant, aber ich glaube, das Problem ist definitiv, dass man sehr schnell halt Sachen falsch macht oder einfach nicht richtig hinbekommt. Man muss scheinbar wirklich die richtigen Reihenfolgen kennen, um zu wissen, wie man das Ganze macht. Und warum hat das jetzt immer noch nicht funktioniert? Gross Aspect, come on, do it. Verstehe ich nicht. Weil der schon ein Upgrade-Ding hatte? Weil er nur maximal eins hat? Kein Plan. So. Und das war's. Yay, wir haben immerhin ein paar Sachen geschafft. Cool. Und der Witz ist wirklich, dass man das halt durch seine Spielzüge, Durchläufe beibehält. Könnt ihr jetzt theoretisch auch in Freeplay weitermachen. Aber für jetzt lasse ich das mal ganz bewusst so. Kann man das theoretisch eigentlich... Ich mach mal Continue Freeplay. Okay, ich konnte es wirklich einfach speichern. Gut, dann war's das. Kurzer Einblick in Royce. Ich denke, es ist schon ein relativ cooles Spiel. Und ja, ich verabschiede mich und bis dann.